Heute besuchte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wieder traditionsgetreu verschiedene Einrichtungen im Land. Nach der zweijährigen Pandemiepause war der 61-Jährige am Tag vor Heiligabend zu Gast im Cottbuser Karl-Thiem-Klinikum. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Tobias Schick statteten sie der Kinderstation einen Besuch ab. Dort überreichten die beiden sogenannte Toni-Boxen. Toni-Boxen sind Abspielgeräte, mit denen zum Beispiel von Eltern vorgelesene Geschichten oder gesungene Lieder abgespielt werden können. So können die Kinder die Stimmen ihrer Eltern hören, auch wenn sie nicht selbst vor Ort sind. Anschließend gab es noch einen Rundgang auf der Frühchenstation. Hier im einzigen Perinatalzentrum Südbrandenburgs können Frühgeborene ab der vollendeten 22. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch versorgt werden. Mit über 1200 Betten und rund 3000 Mitarbeitenden und Auszubildenden ist das Karl-Thiem-Klinikum eines der leistungsfähigsten Krankenhäuser Deutschlands.